Hallo Leute, euer Finanzgoblin hier. Ja, heute möchte ich mit euch einmal ein Tokenomics Review zu Lendex durchführen, denn es hat ja vor ein paar Tagen in der IOTA-Dachgruppe etwas Stress und etwas Beef gegeben zwischen ein paar Leuten und habe mir gedacht, okay, einfach mal um, ich versuche das Ganze mal irgendwie so neutral wie möglich zu bewerten und naja, einfach mal ein kleines Review dazu zu erstellen. Vielleicht irgendwie ein paar Worte zu mir, liebe IOTA-Community. Also viele kennen mich sicherlich noch nicht. Ich bin der Finanzgoblin oder auch der Richard, lebe momentan auf Malta und bin auch als Freelancer und insbesondere auch als Berater im Web3-Space unterwegs und berate unter anderem Web3-Startups darin, Tokenomics zu designen, aber halt natürlich auch irgendwie generell Geschäftsprozesse dahinter zu designen, denn das ist halt auch irgendwie, sagen wir mal so, der wichtigste Ankerpunkt aus meiner Sicht hinter den Tokenomics, wie genau macht die Firma oder wie genau macht das Protokoll Geld und wie genau wird dieses Geld dann zu den Tokenholdern transferiert. Also im Endeffekt sind Tokenomics auch nichts anderes als das, was man seit Jahrhunderten unter einer klassischen Geschäftsmodellierung kennt, also Business Plan halt einfach. Und da ich jetzt auch irgendwie schon so ein bisschen mit unterschiedlichen Protokollen, Projekten, Firmen gearbeitet habe und das jetzt auch nicht meine ersten Tokenomics sind, habe ich auch, sagen wir mal, ein bisschen Wissen darüber angesammelt, worüber man nachdenken muss und worauf man achten muss. Und springen wir doch einfach einmal rein. Also ich habe mir das Light Paper von Lendex angeschaut und auch mit Szabo, dem CEO, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche, Szabo oder Szabo, telefoniert und einfach mal irgendwie ein paar Fragen gestellt, ein bisschen, einfach um halt auch irgendwie ein bisschen Einblick in das Projekt reinzubekommen. Bei Lendex handelt es sich um einen Compound Fork und Compound ist auch ein Ethereum-basiertes Lending-Protokoll, also einer der Real OGs sozusagen. Und was Lendex macht, ist, sagen wir es halt geforkt, was an und für sich nicht schlechtes ist, weil dann hat man halt irgendwie auch schon eine Codebasis, die geprüft und auditiert worden ist und halt auch schon battle-tested ist und entwickeln dann basierend darauf, sagen wir mal, noch weitere Gimmicks. Aber springen wir zuerst einmal in die Tokenomics rein, bevor wir irgendwie über die Plattform an sich sprechen, die natürlich auch noch nicht online ist. Also alles das hier sind halt, sagen wir mal, Konzeptprüfungen, Papierprüfungen, wobei ich hier nicht als Prüfer agiere, sondern sagen wir mal Lesungen oder Analysen, genau. Genau, also die Tokenomics sind halt hier in dem Kapitel niedergeschrieben und das, was mir halt und hier sieht man halt die Aufteilung. Also 40% gehen für Liquidity Mining drauf, 20% der Tokens gehen an die Treasury, die von der Community controlled werden soll, 20% an die Team Member und 9% im Public Sale, 5% sollen geairdroppt werden. 3% sollen für Exchange Listings bezahlt werden und der Seed Sale sollen auch weitere 3% sein. Und sagen wir mal so, das ist halt einfach die Aufteilung für die Leute, die Begriffe nicht kennen. Also Liquidity Mining sind halt sozusagen inflationäre Incentives, also Token, die einfach ausgegeben werden an die Early User des Protokolls, die dieses Protokoll nutzen und in der Regel Liquidität bereitstellen.
Also zum Beispiel anbieten, dass man den Token dann für Ethereum tauschen kann, und um die quasi zu belohnen, bietet man den inflationäre Rewards an. Das große Problem dabei ist, also ja, Liquidity Mining wird verwendet, kann halt auch gut verwendet werden, aber es ist so, die, sagen wir mal, meine Erfahrung im DeFi-Space hat gezeigt, dass man sich auch Gedanken darüber machen muss, wie man die ganze Inflation halt auffängt. Also, und da gibt es von Lendex, die haben sich ein paar Überlegungen gemacht. Das große Problem aus meiner Sicht ist halt aber eher, dass man sich sehr, sehr genaue Überlegungen machen muss. Also, wenn man, also, wenn ich zum Beispiel sagen wir mal, ein Protokoll berate, wie man jetzt irgendwie die optimale Inflationsrate bewertet von dem Token, die man dann halt auch ausgibt, muss man sich halt irgendwie im Klaren sein, dass man halt auch einen entsprechenden Kaufdruck irgendwie erzeugen soll. Das heißt, also sagen wir mal, ganz simpel gesagt, sagen wir, eure Firma hat 100 Aktien und ihr besitzt oder eure Shareholder besitzen diese 100 Aktien. Es gibt 10 Leute, die halt jeweils 10 Aktien haben, und jetzt denkt ihr euch, okay, und damit hat halt jeder 10%. Und jetzt denken sich aber die Leute, verdammt, wir müssen halt irgendwie, um andere Leute zu belohnen, 100 weitere Aktien drucken, sozusagen. Und diese verkaufen wir dann halt an andere Leute. Was ist das Problem? Naja, das Problem ist, dass die Leute, die halt vorher 10% der Firma hatten, jetzt nur noch 5% der Firma hatten, nachdem diese 109 Aktien gedruckt worden sind. Und dementsprechend, und das Gleiche ist halt irgendwie, sagen wir mal, der Fall, beim Liquidity Mining. So, man muss halt irgendwie überlegen, wie kann man das hier quasi, wie kann man die Inflation quasi auffangen, dass man halt nicht diluted wird. Und im Endeffekt, so das, was halt irgendwie mein Lieblingsansatz ist, ist, dass man halt irgendwie genügend Kaufdruck, genügend Profite erzeugt, um halt in der Lage zu sein, diese Inflation quasi zu konterkarieren. Und dazu haben wir halt auch, oder sagen wir mal, habe ich zusammen mit ein paar anderen Leuten mal ein Modell erstellt, wo wir dann halt irgendwie ganz viele unterschiedliche Sachen, ganz viele Variablen betrachten, und dann halt irgendwie ein bisschen abschätzen zu können. Aber im Endeffekt ist das auch keine höhere Mathematik oder so, wenn man sich einfach nur lange genug überlegt, okay, guck mal, so viele Token werden gedruckt und so viel Geld muss reinkommen, dass am Ende halt irgendwie, ja, dass halt am Ende die Inflation durch die Profite aufgefangen wird, ist jetzt auch keine so hohe Mathematik dahinter. Ja, also so viel irgendwie dazu. Also das große Problem war halt auch bei Liquidity Mining 1.0 und 2.0 in DeFi Summer und auch, sagen wir mal, im erweiterten DeFi Summer in 2021. Dass die ganzen Token halt auf Null gefallen sind, weil sie halt einfach nur gefarmt und gedumpt werden. Und das ist halt immer die sehr, sehr große Gefahr bei diesen Tokenomics, sagen wir mal, solche Liquidity Mining Incentives haben. Und das bringt mich halt auch irgendwie zu dem zweiten Punkt. Es ist jetzt aus dem White Paper nicht ersichtlich, welcher Use Case der Token hat, außer, naja, sagen wir mal, so die typischen Governance Rights etc. So aus meiner persönlichen Sicht ist halt eigentlich der einzige Use Case von einem Token, Krypto-Token, dass er halt irgendwie Dividenden ausschüttet. Und ich hatte darüber halt auch mit dem Gründer gesprochen von Lendex, der mir dann seinerseits erklärt hatte, dass es dadurch dann aber dazu führt, dass es als Security gilt, also quasi als von einem Unternehmen ausgegebenes
Wertpapier. Und das stimmt auch. Also das ist ein Problem, insbesondere mit dem viele amerikanische Web3-Startups konfrontiert sind, dass wenn sie halt irgendwie so einen residualen Token ausgeben, der halt direkt Claims auf die Dividenden und sowas hat, dass man dann halt als Security gilt. Und dadurch müsste man dann halt, ich meine, von der US-Börsenaufsicht beaufsichtigt werden. Und da hängt dann auch ein ganzer Rattenschwanz an Anforderungen dran. Das Ding ist halt einfach, die meisten Web3-Protokolle ignorieren das einfach und sagen halt einfach Scheiß auf Amerika. Und ja, das ist es halt. Ja, ob das jetzt der richtige Ansatz ist, das will ich jetzt auch hier irgendwie gar nicht bewerten, aber ich halte es halt irgendwie generell für ein Problem, wenn es kein Revenue-Sharing-Modell gibt, also dass jetzt irgendwie die Leute halt nur in den Ponzi-Rewards, also in den Inflations-Rewards von Liquidity Mining ausgezahlt werden, aber nicht in harten Dollars. So, in anderen Token, außer den Tokens, die sie halt selbst kontrollieren, naja, auszugeben. Sowas wie US-Dollar zum Beispiel, das wäre ein Token, wenn man jetzt ganz, ganz abstrakt von Token spricht. Ja, und dann irgendwie so, das soll jetzt auch sagen wir mal, kein Protokoll-Review werden. Ich meine, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, ist ein Compound-Fork und ich finde das eigentlich, es ist auch keine schlechte Geschäftspraxis, einfach irgendwie ein erfolgreiches Protokoll zu forken und dann darauf weiter aufzubauen. Und dann halt irgendwie weitere Innovationen reinzubringen. Ich hatte hier auch in dem White Paper recht viele Kommentare reingeschrieben. Wie gesagt oder gedacht, werde ich auch hier meine Kommentare und das Dokument freigeben und unten in der Beschreibung verlinken, wenn ihr euch irgendwie, sagen wir mal, meine geistigen Ergüsse durchlesen wollt zu den Tokenomics, steht halt hier immer irgendwie ein bisschen was daneben. Und ich finde persönlich, da sind schon ein paar interessante Ideen drin und auch angedacht. Aber sagen wir mal, von der Tiefe ist das halt irgendwie aus meiner persönlichen Sicht noch nicht so weit. In den Gesprächen ist Szabo natürlich deutlich, deutlich tiefer reingegangen. Also scheint es halt aus meiner Sicht primär ein Dokumentationsproblem zu sein. Und dementsprechend, ja, ziehe ich halt irgendwie so, würde ich mit der wirklichen Bewertung der Konzeptprüfung der Plattform oder Konzeptanalyse der Plattform darauf warten, bis da halt irgendwie mehr ist. Also es gibt halt irgendwie viele, viele Standard-Features. Ich meine, ja, es ist ein Lending-Protokoll und es macht halt, sollte dann auch dementsprechend die Funktion übernehmen, die Compound auch macht, aber gibt halt auch irgendwie ein paar, sagen wir mal, ein paar ganz nice Ideen zu einem eigenen Stablecoin, wobei ich mir dann halt auch immer denke, okay, braucht jetzt das IOTA-Ökosystem einen eigenen Stablecoin zum Beispiel? Und da ist ja auch immer irgendwie, auch da hängt halt irgendwie ein ganzer Rattenschwanz mit dran, aber so, als wir darüber gesprochen haben, ja, ist ein overcollateralized Stablecoin. Das kann man auch alles dem Light Paper entnehmen, der ja halt immer überkollateralisiert ist und dementsprechend, zumindest solange der richtig umgesetzt ist und halt auch security-technisch alles läuft,
Konzeptionell sollte da halt alles safe sein, insbesondere weil das Collateral, was da drunter liegt, halt US-Dollar, DAI und USDT sind, was halt alles, sagen wir mal, die Top-Notch-Stablecoins sind. Was ich ganz interessant fand, war noch dieses Ultimate Loan Feature, die mit dem sie halt naja, sagen wir mal, also wo User halt irgendwie ihre LEX-Token, also den nativen Token, locken können, um dann halt irgendwie einen Loan halt zu bekommen. Und der halt quasi undercollateralized ist, der aber nicht wirklich undercollateralized ist, weil, sagen wir mal, das Delta zwischen der Under und, sagen wir mal, zwischen der Undercollateralization und der Collateralization vom Protokoll halt selbst übernommen wird. Und das ist eigentlich ein ganz cooler Mechanismus, wobei ich eigentlich immer noch recht unsicher bin, das ist halt auch so eine Sache, ob dieser Ultimate Loan so in der Form halt funktionieren kann, wie er beschrieben ist, weil es aus meiner Sicht einen Attack-Vektor dagegen gibt, den ich halt spieltheoretisch durchspielen kann, aber da meinte Sabo halt auch, dass er demnächst sagen wir mal, einen Artikel zum Ultimate Loan rausbringt, der dann vielleicht auch, sagen wir mal, meine Hypothesen eines Angriffs dann auch verwerfen kann. Und sagen wir mal, die anderen Funktionen sind halt relativ Standard. Also jetzt nichts, also ein Standard ist nicht schlecht, ist halt einfach Standard halt. Also ich meine halt, so zum Beispiel, was sie halt machen, ist dieser XSD-Stabilizer, sie nutzen halt quasi diesen selben Arbitrage-Mechanismus, der halt Luna verwendet hat, aber mit Over-Collateralization. Das heißt dann halt in dem Fall, in dem Fall heißt es, dass man halt auch immer genügend Collateral hat, um diesen Arbitrage-Mechanismus, naja, zu beschützen. Sozusagen und dadurch riskiert man dann halt auch keine Death Spiral wie bei Luna. Aber sagen wir mal, der Arbitrage-Mechanismus, den kennt man halt und der sollte spieltheoretisch halt auch halten. Ja, genau, aber ich meine halt so zum Beispiel nur jetzt dieses, sagen wir mal, dieses spieltheoretische Gleichgewicht als Gleichgewichtsacker zu nehmen, ist halt aus meiner Sicht aber auch nicht unbedingt das, sagen wir mal, das Beste, weil dieses spieltheoretische Gleichgewicht immer davon ausgeht, dass Leute abweichen von dem Gleichgewicht und dadurch dann halt immer auch irgendwie einen Drang haben, quasi in die Randlösungen halt zu gehen. Das heißt, das, aus meiner Sicht ist das, sagen wir mal, ein Baustein einer Strategie, wie der Pack gehalten werden kann, aber halt nicht die komplette Strategie. Also so ist es, sagen wir mal, der Pack oder die Resilienz des Packs in Stablecoins wird halt in der Regel sagen wir mal, viele unterschiedliche Strategien gemacht. Man kann es halt irgendwie an irgendwelche Market Maker geben, die das dann halt quasi für einen machen, aber man kann das halt auch an Automated Market Maker geben, wie zum Beispiel an Curve, wo man dann halt einfach über Bribes und über, sagen wir mal, ja, über die Curve-Votes auf den eigenen Pool die Resilienz des Packs an andere Stablecoins stärkt. Also was jetzt hier ich jetzt konkrete Empfehlungen halt noch geben würde, die ich auch nicht hier reingeschrieben habe, aber weil sie mir gerade einfällt, ist, dass man den XSD-Pool wahrscheinlich mit dem Frax-Pool mit dem Frax Base Pool verbinden kann und darüber dann halt in der Lage ist, zusammen mit Frax den Stablecoin Pack zu halten. Aber ja, aber so viel dazu. Also es sind halt wirklich viele Sachen, von denen ich aber auch, sagen wir mal,
wo halt auch Marketing drin ist, zum Beispiel hier Automated Reward Optimizer, das heißt, man legt halt seine Assets hin, die depositen die dort, wo sie halt am höchsten Yield bringen und ja, also ich meine halt so, ja, sie machen halt so, ja, sind die Ersten, die das halt machen und so weiter und so fort, ist halt nicht der Fall, aber ich meine, klar, ist halt Marketing, also es gibt da echt schon ein paar Leute, die das machen und was gab es noch? Ja, also ich finde es gerade nicht, aber es gab irgendwo den Punkt, dass man any Token depositen kann, also dass man halt irgendeinen Token hinlegen kann und dagegen halt was leihen kann. Und aus meiner Sicht, ja, ist es halt das Problem, dann immer, du legst halt, also theoretisch würde man halt damit erlauben, jeden Coin shorten zu können. Und wenn der Token dann halt auf Null fällt, könnte das Protokoll dann halt irgendwie mit Bad Debt hinterlassen werden, also mit schlechten Schulden, wenn der Token halt auf Null fällt. Und klar, das kann man dann irgendwie machen, dass man irgendwie die Vaults trennt von dem generischen Protokoll. Da gibt es halt schon so viele Sachen, die man halt machen kann. Aber da muss man dann halt auch, ja, also braucht man mehr Infos für aus meiner Sicht. Aber ja, also so generell, hatte ich jetzt auch so sagen wir mal, im persönlichen Gespräch das Gefühl, so dass also es ist halt ein Protokoll, ein paar, also so viele recht interessante Ideen dabei, ist ja genau. Und jetzt würde ich einfach mal warten, was hier irgendwie noch für weiterer Content kommt, wann die Audits halt rauskommen, die Smart Contracts Audits, irgendwie einfach mehr Dokumentation. Ich will jetzt irgendwie auch keinen, ja, also wie immer, das ist ja auch keine Anlageberatung, keine Finanzberatung. Ja, ich will jetzt auch irgendwie kein Projekt killen oder auch kein Projekt hypen, wo einfach noch nicht so viele Informationen da sind. Und ich denke halt irgendwie, dass das Fairste, wie man irgendwie umgehen kann, ist einfach, naja, ist halt einfach Zeit zu geben, irgendwie das Ganze mehr zu feintunen, auf die Auditberichte zu warten und am Ende wird sich das halt zeigen. Für mich, aber, also. Wenn ich so generell jetzt einmal spreche über Lending-Projekte auf IOTA oder Shimmer oder Assembly, ist halt die große Gefahr, wenn man in solche Projekte investiert, liegt gar nicht, also liegt natürlich schon in den einzelnen Projekten, aber der DeFi-Space ist schon verdammt, 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 verdammt groß. Also ich habe jetzt gerade einmal DeFi-Lama aufgemacht und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach, keine Ahnung, nach TVL suche, wie viel Geld halt drin ist und einfach mal Lending eingebe, gibt es halt auch schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Competition, ja, Competition und Mitbewerber im Crypto-Space halt generell. Und da sehe ich halt irgendwie, sagen wir mal, die größte Gefahr, wenn ich jetzt irgendwie in ein neues Protokoll investieren würde. Ich meine, es gibt schon Compound, es gibt schon Aave als Lending-Protokoll zum Beispiel. Warum sollte ich halt das Risiko eingehen und quasi in ein Startup quasi gehen? Und das ist dann halt auch so primär die Sache. Die neuen Startups, die müssen halt, oder die neuen Protokolle müssen halt so krass innovativ sein, um den Platzhirschen halt, naja, den Platz streitig zu machen. Und da sehe ich halt irgendwie wirklich die allergrößte Gefahr dabei.
Und man könnte jetzt sagen, oh ja, aber IOTA und IOTA wird mega, mega groß und so weiter und so fort. Ja, aber wenn IOTA so mega, mega groß wird, dann werden auch die ganzen großen Protokolle dahin migrieren und werden, naja, wie es halt sehr häufig so ist, die werden dann halt die kleinen Protokolle zerdrücken und das ist halt so. Also das ist halt generell so, wenn man wenn man sich Firmen anschaut, keine Ahnung, wir schauen uns einfach mal irgendwie Aave an und wenn wir jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel auf eine recht große Layer 2 gehen, auf Polygon zum Beispiel, ratet mal, wer der größte Länder auf Polygon ist. Ah, Aave. Wer hätte das gedacht? Oder auf Arbitrum, keine Ahnung. Auf Arbitrum gibt es ja andere Länder. Gucken wir mal. Nee, tatsächlich, auch auf Arbitrum sind sie der größte Lending Market. Gehen wir mal auf Avalanche. Auch hier sind sie sogar das größte Protokoll. Auch der größte Lending Market. Und das ist halt wirklich, sagen wir mal, die größte Outside-Competition. Und das hier soll auch kein Aave-Werbevideo sein. Das ist halt einfach nur, seid euch halt irgendwie der Gefahren bewusst. Das ist halt nicht so einfach, ein Aave von der Platz, vom ersten Platz halt runterzuwerfen. Und wenn IOTA groß genug wird, dann wird auch Aave darauf deployen. Und so läuft es halt, sagen wir mal, im Multi-Chain-Paradigma, dass halt die großen Protokolle, die sehen halt so, okay, das sind Ökosysteme, die verwendet werden, und dann deployen sie halt da drauf. Und da muss man dann halt wirklich aufpassen. Es wird halt keine, es wird auch Silo-Lösungen geben, aber generell ist das Ganze ja open und permissionless, und Silos werden nicht ewig überleben können. So viel irgendwie als meine Einschätzung so dazu. Aber ich bin wirklich sehr gespannt drauf, auf die, sagen wir mal, auf die weitere Dokumentation zu den Tokenomics und auch zum Protokoll an sich, und werde dann halt, sobald es auch mehr Informationen gibt und insbesondere vielleicht, wenn es dann auch irgendwie eine Beta oder irgendwie auf dem Testnetz irgendwie was gibt, ja, würde ich das Ganze dann halt auch gerne einfach mal verwenden, um das halt auszutesten. Aber ja, so viel, also weil ich ja eigentlich auch eher oder ab und zu auch, sagen wir mal, Web3-Tutorial-Videos mache, anstatt hier 25 Minuten in meine Kamera zu sprechen, Leute. Ja, aber gut, so viel dazu. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant. Ich hoffe, ich habe jetzt irgendwie... Also ich persönlich finde, ich habe versucht, das möglichst neutral wiederzugeben. Wenn ich jetzt irgendwie zu sehr biased in die eine oder andere Richtung war, lasst es mich gerne wissen. Sonst gerne einfach liken, subscriben, falls ihr weiteren Content, DeFi-related Content sehen wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal, Kinder.